Meisterschule Grundschaltung von Widerständen Teil 2. Heute die Fortsetzung, damit ihr in der Meisterschule sauber bestehen könnt. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, hier ist wieder Giancarlo the Teacher und mit einem neuen Arbeitsblatt am Start zum Thema Grundschaltung von Widerständen. Ich habe euch ja im letzten Video schon gezeigt, dass die Aufgaben per se gar nicht so schwer sind, wenn man es einmal verstanden hat. Nur ihr müsst einfach im Meister die Texte vernünftig lesen können. Ihr müsst alles richtig deuten können, weil es bringt nichts mit gebrochenem Deutsch und versuchen, ich will irgendwie Meister machen, bringt euch nichts. Der Anreiz, vielleicht der richtige, aber ihr müsst auch wirklich verstehen, was da abgeht. Und heute zeige ich euch das Ganze mal, weil man denkt ja bei Grundschaltung von Widerständen, naja, rein, parallel und gemischte Schaltung, easy going, ohmsches Gesetz, vielleicht nur die Knoten- und die Maschenregel und das reicht mir. Das ist da leider gar nicht mehr so ganz richtig. Ihr braucht diese Gesetze, ihr müsst diese Gesetze kennen, aber ich habe euch mal was zusammengestellt aus einem Aufgabenfundus, damit ihr mal seht, hey, das muss ich auch kapieren. Und damit steigen wir direkt mal ein. Ich mache mich mal wieder ein bisschen kleiner. Und da geht es schon los mit der ersten Multiple-Choice-Aufgabe. Als Elektrofachkraft musst du die Grundgesetze elektrischer Schaltungen kennen, insbesondere wenn du zukünftig auch Auszubildende anleiten und beraten wirst. Welche der folgenden Aussagen treffen jetzt zu? Und jetzt mal ganz genau lesen, auch hier wieder. Da geht es nämlich los, in einem Stromkreis ist die Summe aller Spannungsquellen gleich der Summe aller Spannungsfälle. Wer das Maschengesetz noch so ein bisschen drauf hat, der weiß, da geht was in diese Richtung. Der Wortlaut ist nur ein anderer. Dementsprechend würde ich hier eventuell ein Kreuzchen setzen. Aber die Lösung, nochmal an dieser Stelle gesagt, bekommt ihr auf Anfrage bei mir über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, Kontaktformular abschicken und dann kriegt ihr von mir safe die Lösung zugeschickt. Genauso, wenn ihr Aufgaben habt, wo unlösbar für euch sind oder ihr absolut nichts verstanden habt, dann könnt ihr von mir oder beziehungsweise mir das Blatt schicken und dann können wir zusammen mal diese Vorgehensweise mal durchgehen. Das heißt, ich schaue mir das Ganze mit einem gewissen Vorlauf an, weil ich habe auch andere Sachen zu tun und dann könnt ihr mal sehen, wie ich da rangehen würde und vielleicht hilft es euch ja was oder andere aus der Community sagen sich, hey, guck mal, ich habe jetzt gesehen, wie du das machst, aber ich glaube, ich habe da eine bessere Methode, weil du mich gerade auf was gebracht hast. Kann ja alles sein. Okay, gehen wir mal weiter vor mit dem Arbeitsblatt. Also, ihr seht jetzt da oben, alle Spannungen in einem Stromkreis sind gleich aller Ströme. Hä? Nein, natürlich nicht. Würde ich jetzt nicht ankreuzen. Das nächste Gesetz, wer weiß, ob es richtig ist, die Summe aller Ströme, die in einen Verzweigungspunkt hineinfließen, ist gleich der Summe aller herausfließenden Ströme. Vielleicht mal was von der Knotenregel gehört. Ist gar nicht so unwichtig. Nächste mögliche Antwort zum Ankreuzen, addiert man alle Spannungen unter Berücksichtigung ihrer Zählrichtung entlang eines Maschenumlaufs, ergibt sich die Summe 0. Ja, die Summe aller Spannungen in einer Masche ergibt 0. Ja, Maschenregel, ihr erinnert euch. Die Summe aller Spannungsquellen in einem Stromkreis ist immer dann gleich 0, wenn die Summe aller Ströme gleich 0 ist. Man mag es vielleicht denken, keine Spannung, kein Strom, aber Leute, das ist absolut kein Gesetz. Ja, also, okay, jetzt kommen wir schon zur ersten interessanten Aufgabe hier. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. Mehr ist aber auch absolut jetzt nicht gegeben, wie das hier. Und zwar steht jetzt hier, um Berechnungsmethoden und das Verständnis für die Ermittlung von elektrischen Potentialen zu trainieren, sind in der abgebildeten Schaltung die Potentiale an den Messpunkten 1 bis 7 zu bestimmen. Ja, also ihr habt hier die Potentiale, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und hier würde ich ganz gerne euch mal einen Lösungsansatz von mir an die Hand geben, damit ihr mal seht, wie man hier vorgehen muss, um diese Aufgabe zu lösen. So, wie ihr jetzt hier seht, habe ich mal für euch was eingefügt. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Spannungspfeil und auch den Strompfeil mal eingezeichnet. Und hier sollten wir erstmal vorgehen, warum ich die Pfeilrichtung überhaupt wie gemacht habe, weil der ein oder andere ist jetzt hier vielleicht ein bisschen überfordert.
Also, wenn man sich das Ganze mal ansieht, wir fangen einfach mal an mit der U1. Bei U1 habe ich ja, ich habe hier drüben eine U04. Wir wissen, die technische Stromrichtung ist von Plus nach Minus, physikalisch gesehen von Minus nach Plus. Wir reden aber jetzt hier von der technischen Stromrichtung und wir wissen, okay, Spannungsfall von Plus nach Minus. Dementsprechend ist der Pfeil hier auch so einzutreiben. Wir können auch bei, im Prinzip bei allen Spannungsquellen, seht ihr ja hier drüben, wir haben hier drüben 18 Volt, wir haben hier 15 Volt und hier 12 Volt, hier 25 Volt. Das kann man alles schon eintragen, beziehungsweise die sind ja schon vorgegeben, seht ihr hier, nur mir fehlen die Spannungspfeile. So, und diese Spannungspfeile zeigen schon mal größtenteils in dieselbe Richtung. Wir haben zwei Stück hier, zwei Stück hier drüben. Und dann gilt es natürlich, den Pfeilen von den Spannungsquellen, die Spannungspfeile an den Widerständen einzutragen. So, das heißt also hier, wenn der Spannungspfeil in diese Richtung geht und der auch in diese Richtung, ja, dann kann ja nur an dem Widerstand, Beispiel jetzt hier an R4, kann die U4 nur in diese Richtung sein. Das ist später für die Berechnung ganz, ganz wichtig, weil wir ja hier in der Maschenregel uns befinden. So, dann haben wir natürlich auch noch die Stromrichtung oder mein sogenannter Zählpfeil. Ich habe euch mal hier unten so einen Lösungsweg mal eingetragen, wie ich da vorgehen würde. Denn ihr seht hier unten, habe ich einmal den Zählpfeil, dann die Stromrichtung. Ja, in welche Richtung fließt überhaupt mein Strom? Ich habe nämlich nur einen Strom hier. Ich habe hier irgendwo eine Reinschaltung aus Spannungsquellen, die nur eben verschieden gepolt sind. Das heißt, ab und zu muss ich was abziehen, ab und zu muss ich was miteinander addieren. Ja, danach habe ich die Spannungspfeile eingezeichnet und dann eine Maschenregel müssen wir jetzt zusammen aufstellen. So, und das werden wir jetzt auch noch gleich im Anschluss machen. Aber nochmal ganz kurz zu diesen Pfeilen. Ihr seht auch hier wieder, es geht immer von Plus nach Minus. Deswegen der Pfeil hier bei der R2 von den 10 Ohm geht es hier rüber. Hier genauso, Minus, Plus. Ihr müsst wirklich schauen, wie ihr da mit den Pfeilen, das müsst ihr reinkriegen mit den Potenzialen. Weil wenn ihr die Pfeile richtig setzt, dann ist schon mehr als die Hälfte der Miete ist schon euer. Und dann machen wir uns jetzt erstmal an diese Maschenregel zum Aufstellen. So, das Ganze habe ich jetzt mal für euch hier eingefügt. Also die Summe von U0, also im Prinzip die komplette Masche, da muss ja die Summe aller Spannungen 0 ergeben. Das ist ja das Gesetz der Maschenregel. Wenn man das schon mal verstanden hat, schon mal viel gewonnen. Okay, so, dann gehen wir hier weiter. Ich habe jetzt hier meine U1, meine U1. Das ist ja hier an dem Widerstand R22, R1 22 Ohm. Und wie komme ich jetzt hier auf mein Ergebnis? Ich habe hier meine U01, meine 25 Volt, plus meine U02 mit den 18 Volt. Beide zeigen in die gleiche Richtung. Und die U03, 15 Volt. Und die U4, warum jetzt die U4? Die ist hier genau das würde sonst überhaupt nicht aufgehen und dann meine U04 und das ergibt zusammen dann eben meine 0, wenn wir das Ganze mal zusammenrechnen würden. Und dann habe ich hier meine U1 plus meine U2 plus die U3 ist genauso viel wie, weil ich habe ja jetzt meine Spannungsquellen zusammengepackt, ist genauso viel von der Spannung wie U01 plus U02. Also U01, wo habe ich sie? Ist ja hier meine 25. Meine U02 ist meine 18. Und dann meine U03. In die andere Richtung geht es ja jetzt hier. Der eine Pfeil zeigt in die Richtung, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich muss das Ganze ja subtrahieren. Und genauso hier unten bei der 12 Volt, da sind zwei Stück, die zeigen sich entgegen. Die zwei sind zusammen richtig rumgepolt und die zwei sind für sich richtig gepolt. Ja, also die U03 und die 4 oder auch die 1 und die 2. So, und das gibt in Summe, ist das wieder gleich wie meine U1 plus U2 plus U3 plus U4. Ja, also diese Spannung an den Widerständen. Das muss genau vom Gesetz, von der Gesetzmäßigkeit her so sein. So, und dann kann ich nämlich hinterher den Strom berechnen. Das seht ihr hier unten.
eine längere. Oh, ich sehe gerade, ihr könnt es ja gar nicht sehen. Ich muss mich noch mal kleiner machen oder ich mache mich einfach mal nach hier oben. Ich ziehe mich gerade mal hier hin. So, okay, jetzt müsstet ihr das da sehen. Und zwar seht ihr jetzt hier I mal R1 plus I mal R2 plus I mal R3 plus I mal R4 ist genauso viel, Ohmsches Gesetz, auch wieder mit bei, ne? Ist genauso viel wie meine Spannungsquellen von eben. Also ich habe im Prinzip nur das von oben hier runtergesetzt als Verhältnisgleichung. Und hier habe ich jetzt einfach nur den Strom eingefügt mit den Widerständen. Warum habe ich das denn gemacht? Damit ich eben darunter in der Summenformel sagen kann, I ist gleich und dann mache ich einfach nur U01 plus U02 minus U03 minus U04, also im Prinzip diese Seite geteilt durch R1 plus R2 plus R3 plus R4. So einfach kann es sein, wenn man das verstanden hat, Ohmsches Gesetz, Maschenregel zusammengepackt. Die beiden alleine ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn beides drankommt und man muss hier mit Potenzialen irgendwas berechnen, dann wird es nämlich schon kompliziert. Und dann haben wir nämlich einen Gesamtstrom von 0,2 Ampere. Das ist der Strom, den ich hier oben habe, bei diesem roten Pfeil. Ich habe das damals in der Ausbildung so gelernt. Rote Pfeil Strom, blaue Pfeil Spannung. Deswegen habe ich das so eingezeichnet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vielleicht auch anders gelernt habt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde mit Farben arbeiten sowieso in der Elektrotechnik immer viel, viel einfacher. Das verdeutlicht einiges. So, und nachdem wir das jetzt haben, diesen Gesamtstrom, können wir ganz simpel, und das werde ich jetzt nicht in diesem Video noch machen, aber wir können jetzt ganz simpel mittels Ohmschen Gesetz und Maschenregel, können wir jetzt diese ganzen Teilspannungen errechnen. Das heißt also U1 bis U4, weil die habe ich ja noch gar nicht. Aber ich habe ja den Strom, das heißt einfach nur I mal R. Dann habe ich diese Teilspannungen. Und dann als nächsten Schritt, wenn ich diese Teilspannungen hier habe, U1, 2, 3 und 4, dann muss ich natürlich noch schauen, was habe ich denn jetzt für Potenziale an den Punkten 1 bis 7. So, und diese Potenziale, wir messen ja immer Potenzial gegen einen gewissen Punkt, würde ich euch immer empfehlen, 1, 0, 6, 0, 7, 0, 5, 0, 4, 0 und 3, 0 und 2, 0. Also hier unten rechts habt ihr ja die 0. Warte, ich zeige mich nochmal ein bisschen kleiner. So, ihr seht es hier unten rechts, diese kleine 0. Das ist im Prinzip mein Massepotenzial, mein Ausgangspotenzial. Und dann messe ich im Prinzip alles immer dagegen. Das heißt also, von Punkt 1 zu Punkt 0 ist natürlich die gleiche Spannung wie minus U1. Weil meine U1 zeigt ja in die andere Richtung. Wenn ich aber von 1 nach 0 messe, muss ich natürlich das Vorzeichen ändern. Ja, kleiner Tipp oder beziehungsweise Lösung von mir hier ist 4,4 Volt, aber minus bei U1.0. Und mehr verrate ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, Lösung gibt es von mir. Und damit hätten wir dann schon den ersten oder die erste Aufgabe, wo es ein bisschen darum geht, hey, mit Potenzialen zu rechnen. Dann habe ich für euch parat, und zwar eine nächste Schaltung. In dieser Schaltung seht ihr eine Übungsschaltung mit zwei Maschen. Da ist der Widerstand R3 zu bestimmen. Ja, der fehlt uns hier. Wenn UB und UB 6 Volt beträgt. So, jetzt muss man ja ehrlich weg wissen. Ja, diese UB, diese Brückenspannung UB. UB ist hier B nach hier drüben. 6 Volt. Ja, UB ist gleich im Prinzip U3, wenn ihr so wollt. Ja, weil wir messen ja immer gegen ein gewisses Potenzial, also von B nach Erde. Also haben wir da eine U3 und das wäre im Prinzip dann meine 6 Volt. Damit habt ihr auch schon mal eine Kleinigkeit verstanden. Also ich mache es euch nochmal ein bisschen größer. Ja, hier wird ja gefragt nach UB. Hier haben wir nun Punkt B. B gegen Masse sind 6 Volt. So, und dann habt ihr im Prinzip euren U3 schon mal. Okay, wisst ihr das? Jetzt müsst ihr aber trotzdem noch weiterrechnen. Ja? Und die Vorgehensweise bei der Berechnung lässt sich am besten an solchen einfachen Schaltungen trainieren, da sie bei komplexen Schaltungen identisch ist. Denn ich habe noch eine härtere Nuss zu knacken für euch, aber auch nochmal als Tipp von mir an der Stelle, malt auch hier wieder die Zählpfeile rein. Das heißt also, in welche Richtung, ja, der Pfeil, der blaue Pfeil von Plus nach Minus, von Plus nach Minus. Und auch hier dementsprechend der Pfeil dann, ne, von dem Punkt zu B und von A zu B. Und dann natürlich haben wir hier mehrere Ströme. Ja, das ist auch klar. Wir haben nämlich zwei, drei Ströme in dem Fall.
Und dann müsst ihr das Ganze wieder zerkleinern, ausrechnen und hier auch wieder weitermachen. Hier habe ich jetzt noch für euch nämlich die schönere Aufgabe, und zwar in der Doppelmasche dieser Übungsschaltung sind die Widerstände R5 und die Potenziale an den Messpunkten A bis E zu bestimmen, wenn UA 4 Volt bekannt ist. Ja, das heißt also, hier in dem Fall ist ja dann diese UA von A zum Potenzial 4 Volt, aber ihr müsst halt wieder schauen, dass ihr die Pfeile wieder einzeichnet, die Strompfeile einzeichnet und schaut, okay, wie muss ich jetzt hier überhaupt vorgehen, was habe ich für Ströme, das Ganze wieder in Relation setzen und natürlich auch wieder auf die Vorzeichen achten. Ihr seht jetzt an dieser Aufgabe schon mal wieder, es geht eben nicht nur um Rein- und Parallelschaltung, sondern es geht darum, die Gesetzmäßigkeiten der Elektrotechnik hart anzuwenden. Ja, also das ist ja nicht so, dass das nur auf dem Papier passiert, sondern in der Praxis, Meister, der muss sowas mit berücksichtigen, der hat sowas mit im Kopf. Ja, ihr seht das vielleicht bei dem einen oder anderen Altmeister, die machen das so von der Hand oder sagen sich, okay, das sind Erfahrungswerte, ich brauche jetzt nicht mehr ja im Taschenrechner und so weiter alles auf Papier zu rechnen. Aber dennoch, es muss verstanden sein, die Männer haben es drauf, die haben nicht umsonst den Meister. Klar kommen dann noch so diese VDE-Geschichten dazu. In meinem nächsten Video werde ich dann auch wieder auf Fachfragen eingehen, das heißt also mehr wieder auf die Begriffserklärung, weil ich habe ja für euch dieses Arbeitsblatt, das zeige ich euch auch gerade nochmal, in meinem Download-Bereich reingepackt. Ihr seht es jetzt hier. Und da habe ich dann den Ordner Meister, Fachrechnen und hier haben wir Grundschaltung von Widerständen Teil 2. Könnt ihr euch wieder runterladen, for free. Und dafür kann man ja ruhig mal ein Abo dalassen, den Daumen hoch bei dem Video und ganz gerne auch noch kommentieren, wenn ihr sagt, hey, super, macht gerne mehr solche Videos. Oder ihr, wie gesagt, habt eigene Themen, die behandelt werden sollen. Dann schreibt es mir auch ganz gerne in die Kommentare und wenn ihr spezielle Aufgaben habt, dann schickt sie mir ganz gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort, damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns in der nächsten Meisterprüfungsaufgabe, im nächsten YouTube-Video oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the Teacher.